Boah, Slimy, lass das. Komm, wir spielen hier oben. Oh, okay. Wo ist eigentlich Lumi? Das sollte doch schon längst kommen. Mann. Wollen wir eine Burg bauen? Eine Sandburg? Ja, hier, warte. Und so. Warte. Hier. Hä? Da ist Lumi. Er hat ein Mädchen mitgebracht. Was ist das denn? Hä? Hi, was geht, Jungs? Hi, Lumi. Wer ist das denn? Das ist Hannah. Hannah? Mit ihr spiele ich immer. Das ist meine Spielfreundin. Hallo, Hannah. Hallo, Hannah. Hi. Spielt ihr heute mit uns? Eigentlich wollten wir nur kurz Hallo sagen. Oh, okay. Oh. Ja, okay, dann lass zu uns, Schleimi. Ich habe einen neuen Computer bekommen. Okay, Lumi, ciao. Bis später. Ciao. Alter, Hannah sah voll süß aus, oder? Aber das ist doch bestimmt Lumis Freundin. Das kann sein. Komm, ich zeig dir meinen neuen PC, Schleimi. Da habe ich richtig coole Spiele. Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Ich kann mich in die Kameras einhacken. Das heißt, ich kann die Kameras der Stadt mit meinem Computer sehen. Soll ich dir das mal zeigen? Nee, ich habe keine Zeit eigentlich. Ich gehe wieder nach Hause, okay? Okay, Schleimi. Oh, ja. Dann tschüss. Leute, guckt mal, ich habe einen neuen PC gekriegt und Schleimi wollte sich das einfach nicht angucken. Oh Mann. Brexy. Ja, beruhig dich mal. Was ist denn los? Der Clown ist zurück und er hat Hannah entführt und ich weiß doch schon genau, wer es gewesen ist. Warte mal, mach mal ganz ruhig. Nein, komm mit, wir müssen den Clown schnappen, komm schon. Was? Hä? Warte mal kurz, wovon redest du? Vom Clown, Brexy, komm mit, wir müssen den Clown schnappen. Komm schon. Schleimi, mach die Tür auf, bring Hannah zurück. Freunde, was geht? Lumi sagt, der Clown ist jetzt da. Aber das glaube ich nicht. Erinnert ihr euch noch an den Clown? Wartet mal. Oh! Was? Und letztes Mal war das ja Schleimi, aber... ich glaube nicht, dass das Schleimi jetzt ist. Lasst auf jeden Fall erstmal ein Like da, wenn ihr mir helfen wollt, herauszufinden, wer jetzt der neue Clown ist. Abonniert den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Lumi? Wir müssen zu Schleimi. Er hat Hannah entführt. Warte mal, aber es kann nicht sein. Schleimi! Ja? Du machst doch nicht das Haus kaputt. Schleimi? Der ist hier draußen. Schleimi? Ja? Wo ist Hannah? Hä? Sag's mir. Hannah, beruhig dich doch mal. Lumi. Hannah? Das kann er gar nicht gewesen sein, Lumi. Hä? Ja, was? Wie? Er kann's nicht gewesen sein. Ich hab's doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Nein, er war bei mir und dann ist er gegangen und dann kamst du. Also das heißt, es kann nicht Schleimi gewesen sein. Ich wollte doch nur angeln. Also ich bin eigentlich nur zu Hause gewesen. Er war es wirklich nicht. Er war die ganze Zeit bei mir. Ich sag die Wahrheit. Freunde, ihr habt doch gesehen, dass Schleimi bei mir war. Und danach kam Lumi rein, oder? Schreibt es mal unten in die Kommentare, damit Lumi das lesen kann. Lumi, es war nicht Schleimi, wirklich. Mm-mm. Aber... wer soll es dann gewesen sein, hä? Warte mal, wenn es nicht Schleimi war, vielleicht warst du es ja und lügst uns gerade an. Willst du mich gerade erwähnen, Brexy? Lumi! Warum sollte ich Hannah entführen? Das macht nicht mal Sinn. Was ist in dich gefahren? Stimmt, er hat aber recht. Aber von welchem Clown redet so, ihr? Ihr seid selber schuld. Hä? Schleimi, wir müssen... von welchem Clown redet er denn, Brexy? Oh, du weißt ja nichts. Du hast ja alles vergessen. Oh Mann, Schleimi, du warst ja mal der böse Clown. Und er hat anscheinend jetzt Lumis Freundin entführt. Oh mein Gott. Freunde, wir müssen Lumis Freundin finden. Oh nein, ich brauche jetzt unbedingt deine Hilfe. Wenn du willst, dass wir Lumis Freundin finden, dann lass jetzt in 3 Sekunden ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ganz wichtig, schau dir das Video unbedingt bis zum Schluss an, denn in diesem Video habe ich diesmal 7 Bananen versteckt. Und die sehen so aus. Und wenn du sie alle findest, dann schreib mir in die Kommentare #Banana. Bis gleich, Schleimi! Ja, was komm los? Komm schnell, wir müssen ihm helfen. Oh, wo ist Lumi? Beeil dich. Es wird auch schon dunkel. Oh nein, ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen, danach gehen wir zu Lumi, okay? Übernachtungsparty bei dir. Nein, nein.
Nein! Okay. Bis später. Oh nein, wir müssen Lumi helfen. Ich glaube, ich rufe Lumi einmal kurz an. Lumi soll mal rangehen. Warte mal, hier ist mein Handy. So, Lumi? Was willst du, Braxy? Lumi, guck mal, es ist jetzt dunkel geworden. Ich helfe dir morgen, versprochen. Wir finden deine Freundin. Ach, Braxy. Oh, das tut mir leid. Guck mal, Schleimi war es wirklich nicht. Ich kann es beweisen, er war es nicht. Und ich würde dich niemals anlügen. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Aber wie du meinst. Wir hören uns morgen, okay, Lumi? Ja. Bis morgen. Freunde, ihr habt das auch gesehen. Schleimi war die ganze Zeit mit mir und er kann Hannah nicht entführt haben. Aber die Frage stellt sich jetzt, wer hat Hannah entführt? Wenn Schleimi bei mir war, Lumi würde nicht seine beste Freundin entführen. Oh, dann ist das ein anderer Bewohner dieser Insel. Aber wer? Ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Wir müssen das unbedingt später herausfinden. Oh, so. Wer hat da gerade so gelacht? Es hat sich so angehört, als wäre ein Clown hier in meinem Zimmer. Oder, Freunde? Wer ist hier? Wer lacht hier so? Ich hab dich genau gehört. Zeig dich sofort. Hä? Was ist denn das hier? Ein Buch? Was steht hier drin? Ich habe Hannah. Komm in den Wald mit 30 Diamant. Diamant? Freunde, meint ihr, er meint Diamanten? Oder meint er TNT? Schreibt mir mal das auch unten in die Kommentare. Ich brauche jetzt eure Hilfe, denn ihr alle zusammen, wir sind Detektive. Und das schaffe ich nur mit deiner Hilfe zu lösen. So, Diamant. Ich glaube, er meint Diamanten. Oh, das muss ich unbedingt Lumi zeigen. Und Schleimi. Schleimi ist zu Hause. Aber das war Lumis Freundin. Schleimi! Schleimi! Oh, er hört mich nicht. Schleimi! Komm sofort. Was ist los, Braxy? Lauf! Wir müssen unbedingt zu Lumi. Ich muss ihm was zeigen. Oh, er wird mir nicht glauben. Lumi, wo bist du? Lumi, mach die Tür auf. Schnell. Oh, Lumi. Was willst du? Lumi, guck, was ich bekommen habe. Lies mal da rein. Was ist da denn drin? Ich weiß auch nicht. Schleimi, das wirst du mir nicht glauben. Schleimi? Was denn? Wieso? Das hat Schleimi doch geschrieben, ist doch klar. Wie kommst du denn darauf? Er hat grüne Tinte benutzt und er ist grün. Also, ich bitte dich. Schleimi, was hast du heute gemacht? Ich kann es euch zeigen. Ich hab mir neue Möbel geholt und abgrabackert beim Einrichten. Möbel. Wirklich? Um ein neues Zimmer einzurichten, um vielleicht ein Gefängnis einzurichten? Nein. Warte, Lumi. Da stand doch, wir müssen 30 Diamanten besorgen und wir müssen in den Wald, richtig? Ja, dann lass die besorgen, komm schon. Dann lass in den Wald und wenn wir alle zusammen hingehen, dann können wir herausfinden, dass wir es nicht waren, oder? Ich auch. Du musst auch mit. Aber Lumi glaubt mir doch nicht. Wenn er mitkommt, komme ich nicht mit. Aber Lumi, wenn wir alle zusammen hingehen, dann können wir doch herausfinden, dass es Schleimi nicht war. Lumi! Guck, ich war das nicht, Braxy. Warte mal, Oh, Freunde, wir müssen Lumi jetzt überreden. Und wenn du willst, dass wir Lumi jetzt überreden, dann lass auf jeden Fall erstmal ein Like da. Schaffen wir das in 3 Sekunden? 3, 2, 1. Dankeschön. Lumi, wo bist du? Bist du zu Hause? Er war doch gerade hier um die Ecke. Lumi. Ja? Wo bist du? Och Mann, du Dussel. Guck mal, ich habe einen Plan. Du denkst ja, das war Schleimi, richtig? Ja, dann lass jetzt Diamanten suchen kommen. Okay, pass auf. Ich mag das nicht. Es ist so, wie es ist. Lass jetzt Diamanten holen. Komm schon. Egal, aber mit oder ohne Schleimi. Doch, aber wenn wir Schleimi mitnehmen und der Clown kommt, dann wissen wir doch, dass es nicht Schleimi war. Verstehst du, was ich meine? Ja. Okay, komm. Hast du die Diamanten? Nein, die müssen wir doch holen gehen. Oh, aber wo kriegen wir denn jetzt Diamanten her? Ich rufe Schleimi kurz an. Warte kurz. Schleimi? Ja? Komm zur Polizei und bring alle deine Diamanten mit, okay? Beeil dich. Okay, gut. Schnell. Okay, Schleimi kommt auch. Dann können wir ja sehen, ob er es war oder nicht. Lumi, was willst du denn bei der Polizei? Eine Anzeige gegen Schleimi machen. Wo ist Schleimi überhaupt? Der wollte gleich kommen. Siehst du?
Nein, der holt die Diamanten. Und danach gehen wir zusammen in den Wald. Versprochen. Ist er. Guck, da kommt er schon. Und er hat sogar die Diamanten. Siehst du? Hallo, Lumi. Hallo, Braxy. Hallo, Schleimi. Hier. 30 Diamanten. Mitgebracht. 32 sogar. Du bist richtig gut. Okay, wir gehen jetzt in den Wald und danach teilen wir uns auf, okay? Und sollten wir den Clown finden, schreiben wir Clown. Und dann kommen wir. Habt ihr das verstanden? Wir schreien dann Zirkus, damit es nicht auffällig ist. Aber Zirkus lebt in einem Clown. Nee, der Clown lebt in einem Zirkus, Schleimi. Ja, du hast recht. Okay. Okay, kommt mit. Los, Lumi. Wir gehen in den Wald. Aber ihr müsst auch auf uns aufpassen und ich auf euch, okay? Ja, wie du meinst. Oh, Lumi. Freunde, ich glaube, Lumi ist richtig traurig, weil seine Freundin entführt worden ist. Du Lumi glücklich sehen willst und mich auch, dann lass gerne ein Like da. Wir würden uns alle sehr freuen. Dankeschön. So, und jetzt müssen wir den Clown finden. Oh, der Wald ist... Hä? Habt ihr das gehört? Ich hab Angst. Freunde? Schleimi? Oh nein, ich habe meine Freunde verloren. Ah, oh nein. Ach, da ist ja Schleimi. Wie bin ich doch? Ich bin gar nicht weggegangen von dir, weil ich auf dich aufpassen möchte. Okay, aber wo ist Lumi? Oh, oh. Versteck dich in einem Baum. Vielleicht will der Clown nicht kommen. Bleib einfach hier. Und ich suche weiter. Wo ist... Clown? Ich bin da und ich habe die Diamanten gefunden. Clown? Hallo, Clown? Clown? Oh Mann, Clown, ich bin hier. Wo ist Hanna? Hast du die Diamanten mit? Ja, aber sag mir bitte, wo Hanna ist. Leute, Clown, Lumi, Clown. Schleimi, komm mit. Ich hab den Clown gesehen. Wo denn? Oh nein, die werden mir niemals glauben. Schleimi. Betsy, geht's dir gut? Ich hab den Clown gefunden, aber... Aber hier war keiner, ich war neben dir. Ich hab auch keinen gesehen, Mann. Was erzählst du da? Nein, oh nein, wirklich. Nein, Lumi. Lumi, der Clown war wirklich hier. Oh, jetzt denkt er, ich bin der Clown Schleimi. Ich war es nicht. Ich war doch mit dir. Ich hab auch keinen Clown gesehen, Braxy. Aber ich kann doch nicht der Clown gewesen sein, du Dussel. Ich war doch die ganze Zeit mit dir zu Hause. Oh. Gibst du mir nun auch die Schuld? Oh, nein. Freunde, ich muss den Leuten unbedingt beweisen, dass ich es nicht bin. Und erinnert ihr euch noch am Anfang des Videos, wo ich gesagt habe, dass ich mich einhacken kann in die Kameras von meiner Stadt? Vielleicht kann ich ja da den Clown finden und sehen, was er mit Hanna gemacht hat. Oh, das mache ich jetzt. Und dann rufe ich meine Freunde an und zeige denen das. So, ich muss jetzt schnell nach Hause. Oh, ich bin zu Hause angekommen. Und jetzt muss ich mich unbedingt in die Kamerasysteme einhacken. So. Eintippen. Aha. Hacken. Okay. Und Datenübertragung. Und geschafft. Hä? Es ist die Kamera von der Schule gewesen. Aber das bringt mir nichts. Oh, wir müssen in die andere Kamera reingucken. Oh, das ist die nächste Kamera. Und da ist Lumi und Hanna. Okay, das heißt, Hanna ist mit Lumi nach Hause. Aber was machen die da? Hanna hat sich, glaube ich, verabschiedet von Lumi und geht Richtung Shop. Oh, wow. Okay, da ist der Clown. Oh, nein. Schaut euch an, was der Clown mit Hanna gemacht hat. Oh nein. Er bedroht sie gerade. Okay. Oh, Mann, ey. Das hätten wir sehen müssen. Hä? Die gehen in diesen Brunnen da rein? Oh, wow. Wartet mal, die sind da in den Brunnen reingegangen. Aber wie haben die das gemacht? Das muss ich unbedingt Lumi erzählen und Schleimi. Wow, habt ihr das gesehen, Freunde? Da wurde einfach Hanna vom Clown entführt und ist zum... Oh nein, die sind in den Brunnen reingegangen. Ich muss meine Freunde unbedingt schnell anrufen. Die müssen sich das hier selber anschauen. Die werden mir nicht glauben. Ich rufe Lumi zuerst an. Oh, oder warte, ich mache eine Gruppenkonferenz. So, Schleimi und Lumi hinzufügen. Geht ran, geht ran. Ja, was willst du, Braxy? Hi, Lumi. Schleimi muss auch rangehen. Schleimi, geh ran. Hallo? Hört ihr mich? Ja. Ja? Ihr müsst schnell zu mir kommen. Ich muss euch was zeigen. Ich weiß, wo Hanna ist. Wa-
Okay, ich komme. Junge, ich sehe dich beim Spielplatz. Beeil dich. Du bist doch hier direkt. Ich komme. Oh Mann. Oh, schnell, schnell, schnell. Ich kann es kaum erwarten, denen das zu zeigen. Schleimi! Wo bist du, Braxy? Lumi. Oh. Lumi, guck dir das an. Geh da rein. Guck dir die Wiederholungen an. Ich habe mich eingehackt und hab in die Kameras geschaut. Siehst du's? Ich guck mit. Guckt unbedingt da rein. Was zur Hölle? Hä? Das kann nicht sein. Doch. Ich hab's gesagt. Und Schleimi kann's nicht gewesen sein, weil er mit mir war. Und du bist nach Hause gegangen. Das habe ich ja in der Kamera gesehen. Oh, und wir müssen jetzt ganz schnell zum Brunnen. Und beeilt euch. Wir müssen Hannah helfen. Schnell. Oh. Freunde, oh mein Gott, das wird gerade so spannend. Wir müssen ganz schnell zum Brunnen laufen und gucken, ob Hannah noch am Leben ist. Oh nein. Und wir müssen noch unbedingt herausfinden, wer der böse Clown ist. Wenn es Schleimi nicht mehr ist, dann haben wir einen anderen Clown. Einen anderen bösen McDonald's-Clown. Oh mein Gott. Das war hier. Aber wie ist er denn da reingegangen? Hier ist doch nichts. Popo Platscher! Hä? Hast du das gesehen? Schleimi? Schleimi? Oh nein, das sieht gruselig aus. Jungs! Das ist nicht gruselig. Spring rein, Lumi. Oh. Okay, jetzt liegt's an mir, Freunde. Ich muss da auch reinspringen. Und... Aua, das hat wehgetan. Wie sind wir hier? Das ist das geheime Versteck vom bösen Clown, Freunde. Oh nein. Wir müssen die Tür aufkriegen. Helft mir mal. Danke, Lumi. Oh, sieh dich nicht so laut. Oh, weia. Hier ist Spielzeug vom bösen Clown. Damit lockt er die kleinen Kinder hier rein. Und damit hat er bestimmt... Oh, ein Hoverboard. Guck, siehst du, es funktioniert, du Dussel. Vorsichtig, psst. Er könnte hier irgendwo sein. Oh. Guck mal. Das sieht gruselig aus. Hier ist das goldene M von McDonald's. Oh mein Gott. Das heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Freunde, wer von euch kennt das goldene M von McDonald's? Und mögt ihr mehr McDonald's oder Burger King? Wenn du McDonald's mehr magst, dann lass jetzt ein Abo da und aktiviere die Glocke. Oder wenn du Burger King magst, dann lass ein Like da. Ich will mal gucken, wie das Ergebnis am Ende wird. So, Leute, nicht so laut. Oh, okay. Hier ist ein Skelett. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Hier sind ganz viele Fässer. Oh, wir müssen uns, glaube ich, aufteilen, um sie zu finden. Wartet. Meint ihr, es ist eine gute Idee, uns aufzuteilen? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir es machen, damit wir sie einfacher finden. Okay, Schleimi, komm du mit mir mit. Okay. Hast du das gehört, Schleimi? Was war das? Das war der Clown. Diamanten! Oh, wir haben jetzt keine Zeit für Diamanten, Schleimi. Aber ich nehme die ab. Oh nein. Schleimi? Schleimi? Hörst du mich? Schleimi? Braxy, ich bin hier runtergefallen. Was war das denn? Kannst du mir hochhelfen? Oh nein. Das war eine Falle. Ich krieg dich hier nicht raus. Mann, Schleimi, dann musst du dich jetzt hier einmal verstecken, okay? Okay. Oh, Freunde, Schleimi ist gefangen. Das heißt, es liegt nur noch an Lumi und an mir. Ich muss jetzt einmal Lumi finden. Lumi? Lumi? Lumi ist hier lang gewesen. Oh, warum sind da Laser? Was ist denn hier? Wartet mal. Lumi! Mann, wo bist du? Hier bin ich. Was ist los, Braxy? Da oben habe ich Laser gesehen. Komm mit. Laser? Ja, wir müssen hier wieder hoch. Oh Mann. So kalt hier. So, schnell, schnell, schnell. Warte, ich schaff Komm das. Komm hoch, Braxy. Danke. Oh. Hier sind Laser, Lumi. Oh. Mach langsam. Hm. Oh. So. Hier sind Geschenke. Warte. Ich mag keine Geschenke. Mach das wieder hin, Braxy. Ja, okay. Sichtig. Warte mal. Ruhe, da ist nichts drin. Was ist denn? Was denn? Oh! Psst, nicht so laut. Da ist Hannah.
Deine Freunde werden dich niemals finden. Meine Freunde werden dir helfen, du wirst schon sehen. Möchtest du in die Lava fallen? Nein, bitte nicht, nein. Wir brauchen einen Plan. Hast du irgendwie eine Idee? Hast du eine? Weiß nicht. Hanna! Psst, sag nichts. Wir sind da, um dir zu helfen. Hier ist eine Leiter. Wir sind gleich da, okay? Psst, mach dir keine Sorgen. Wir sollen. Es ist deine Freundin. Lass dir was ein. Der Clown hin. Und der Clown ist weg. Hast du ein Schwert dabei? Ja, ich hab eins. Hier. Du hast ja nur eins. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie. Worauf gehen denn Clowns? Weißt du das? Auf Eier. Auf Eier? Hast du das irgendwo gelesen? Ja, lass einfach Eier werfen. Das wird ihn bestimmt ablenken. Hey, aber. Aua! Hey, Hanna! Hanna, wie kriegen wir die Tür auf? Hanna, sag schon. Der Clown hat einen Schlüssel bei sich. Den müsst ihr kriegen. Oh nein. Oh. Wo ist denn der Clown? Blumi, schnell. Aua. Wir müssen den Clown finden, Braxy. Er ist hier oben. Da oben ist der Clown. Oh. Aua. Wir müssen uns schnappen. Böser Clown. Komm sofort her und gib uns den Schlüssel. Ich komm hier nicht mehr hoch. Oh. Schnell. Oh, komm hier, Clown. Clown, warte, ich hab Diamanten für dich, Clown, warte! Oh nein, Mann, wo ist der hin? Wo ist der denn jetzt hin? Oh, ich weiß es nicht. Clown! Mann, komm, wir müssen. Ich pass auf. So. Hilfe! Hier unten! Clown! Oh nein! Hilfe! Clown, pass auf, Clown! Nimm mich, lass Hanna in Ruhe! Dich? Was soll ich denn mit dir? Dann nimm Lumi. Nein, nicht mich. Hallo? Aber das ist doch deine Freundin, Mann. Du musst ja deiner Freundin helfen. Ja, aber es bringt doch auch nichts, uns einzutauschen. Wir müssen sie da rausholen. Clown, was willst du von uns? Wir besorgen dir alles. Wir müssen da ein Ei reinwerfen und den Clown treffen. Und dann gehen wir. Ich lock ihn. Holst du da irgend? Okay. Oh, machen wir so. Sofort, komm schon. Clown? Ich glaube, ich hab hier ganz viele Burger gesehen. Sind das deine Burger gewesen? Also, ich hab euren Freund gesehen, den ich habe. Schleimi? Oh, lass Schleimi in Ruhe. Ich hab hier Burger, Clown. Komm mal mit. Burger? Mhm, ganz viele Burger. Oha. Wie viele Burger sind jetzt, Lumi? Schnell. Oh, Hanna. Schnell. Komm raus. Oh nein. Renn, Hanna. Oh mein Gott. Aua, der Clown. Lumi, hilf mir schnell. Oh, warte. Oh nein. Hä? Wo ist der Clown hin? Oh, Clown, warte, Clown. Wenn deine Zuschauer in 3 Sekunden liken, dann bin ich hier weg. Oh. Freunde, habt ihr das gehört? Wenn ihr jetzt ein Like da lässt in 3 Sekunden, dann lässt ihr mich am Leben. Bitte lasst jetzt alle noch einmal ein Like da. Ihr seid die Besten. 3, 2, 1? Oh, Dankeschön! Clown, die haben. Clown? Leute! Es hat funktioniert! Ich wusste, dass ich die beste Community habe! Vielen Dank! Oh mein Gott, ich muss jetzt zu meinen Freunden! Hanna? Was machst du denn hier? Wo ist Lumi? Ich hab Lumi verloren, ist einfach losgelaufen! Okay, dann komm mit mir mit schnell, wir müssen hier raus! Oh, Hanna, komm schnell hoch! Oh! Schnell! Wartet mal! Hä? Wo ist Schleimi? 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 Schleimi! Schleimi, wo bist du? Schleimi, alles okay? Ey! Na klar, der hat mich gefangen genommen! Okay. Leute, ich muss jetzt ganz schnell nach Hause, okay? Mach den Brunnen kaputt irgendwie! Habt ihr TNT oder so? Alles weg damit! Ja, zünde es an, schnell! Jo, was geht, Freunde? Wusstet ihr, dieses Video ist interaktiv. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Zuschauer ein Like da lässt, fällt ein Diamant vom Himmel. Los, lasst ein Like da!
Hä? Seht ihr? Wow, da ist ein Diamant runtergefallen. Danke. Wow. Wie viele Likes? Oh mein Gott, ihr seid die Besten. Aber was passiert eigentlich, wenn ihr ein Abo da lässt? Wollen wir das ausprobieren in 3 Sekunden? 3, 2, 1, abonnieren. Oh, da fällt ein Goldapfel. So viele Abos. Ihr seid doch die Besten. Ich wusste, auf euch kann man sich verlassen. Dankeschön. Oh, Lumi, lass uns Tekken spielen. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Fang mich doch. Oh, bleib stehen. Oh, das macht gar keinen Spaß. Lass uns doch Schleimi auch abholen. Ja, komm. Das ist zu Schleimi, aber schnell. Oh, ist er überhaupt zu Hause? Hast du ihn heute gesehen? Oh, ich glaube nicht. Schleimi, bist du da? Schleimi? Schleimi, mach die Tür auf. Oh, mach schon. Was wollt ihr? Na, wir wollen spielen, komm. Oh, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Bauchweh. Oh, Bauchweh ist für kleine Babys. Ja, für kleine Babys. Okay. Tick, du bist dran. Ey, das ist unfair, ich wusste es nicht. Du kriegst mich niemals. Oh, aua, aua. Hä, Hanna? Jungs, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Warum? Wir spielen gerade. Was willst du denn? Ich glaube... Ich hab unter meinem Bett Schimmel und das ist voll eklig. Sie hat Schimmel. Und was sollen wir da machen? Ihr müsst euch das angucken, ob es wirklich Schimmel ist. Und ich höre nachts immer so ein ganz komisches Kichern. Sie hört ein ganz komisches Kichern. Ich glaube, das ist, weil Lumi dein Nachbar ist, Hanna. Nein. Das stimmt gar nicht. Das kommt doch von unter meinem Bett. Könnt ihr mal gucken, komm? Bettwanzen, die wollen dich aufessen. Och, Lumi! Okay, Jungs, 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 lasst uns nicht gemein sein. Lasst uns mal einmal gucken gehen, was sie da meint. Vielleicht ist das ja gar kein Schimmel. Komm, Lumi, das ist doch deine Freundin. Los, Hanna, zeig uns das mal. Kommt mit. Okay, und du hast irgendein Lachen gehört? Ja, das war richtig gruselig. Meint ihr, sie spinnt, Freunde? Ich glaube, sie versucht uns zu veräppeln. Hä, warum? Vielleicht, weil Schleimi ihre Diamanten geklaut hat. Hab ich? Oh, ich geh zu Hanna. Hä? Okay. Ja, okay, wir sind da, Hanna. Wo ist denn dein Schimmel? Zeig mal. Kommt mit. Seht ihr das? Da okay. Unter meinem Bett. Das sieht ja wirklich aus wie Schimmel da unten. Wie, das stinkt ja richtig. Hast du dir nicht mal Hilfe geholt? Warum seid ihr doch jetzt hier? Könnt ihr das euch das mal genauer angucken? Zuckerwatte unterm Bett. Nach Zuckerwatte? Schieb mal das Bett zur Seite oder bau es mal kurz ab. Ich schieb's zur Seite, warte. Oh, mach langsam. Okay, was soll das denn sein? Hanna, aber seit wann hast du das denn? Das habe ich vorgestern. Hä? Wie? Was ist passiert? Nein, Lumi, ist Schleimi, bist du da runtergefallen? Hört ihr mich? Oh nein, Leute, ich baue das jetzt ab. Helft mir. Nein, mach vorsichtig, Braxy. Was ist das? Du hast eine geheime Höhle und du hast uns reingelegt. Nein, ich wusste das selber nicht. Du Fiesling. Schleimi, geht's dir gut da unten? Ja, das Wasser hat mich unten abgefangen. Okay, komm, wir gehen da rein, los. Und? Hier ist eine Fackel, Braxy, nimm die Watte. Hier, die brauchen doch Lichter und nimm sie. Du bist der Beste, dankeschön. So, wartet. 3, 2, 1. Oh, was ist das hier? Oh, Freunde, haben wir uns eigentlich darüber mal Gedanken gemacht, wie wir hier wieder rauskommen? Oh nein, stimmt! Oh, das fällt euch zu spät ein. Oh, habt ihr das gehört? Das meine ich, das höre ich jede Nacht inzwischen. Sie hat uns... Oh, da ist ein Skelett! Oh nein! Leute, das hat sich angehört. Das hat sich angehört wie der... Wie der Clown! Oh nein! Oh Mann! Wie der was? Wie der? Ja? Du, den Clown, der uns damals versucht hat zu... Du weißt schon. Der uns entführt hat.
Oh, wartet mal, hier sind Türen. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Schleimi kommt mit mir und Hanna geht mit Lumi. Komm, hilf mir, mach die Tür auf. Und? Oh, Schleimi, komm, hilf mir. Komm, auf! Okay. Wir gehen nicht hier rein, Hanna, komm. Hast du das gehört, Schleimi? Oh, ich möchte nicht. Ich bleib hier, Braxy. Was ist das? Oh, das ist ein Gefängnis. Oh nein. Oh. Raus, 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 bevor die Tür zugeht, raus. Wie heißt du? Du kannst doch nicht mit einem Skelett reden, oh, Schleimi. Stimmt, tut mir leid. Lass raus. Was habt ihr gefunden? Eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Hier kommt man nicht durch. Oh Mann, wir haben aber noch eine Tür, Freunde. Und zwar diese Tür hier. Das ist eine Fledermaus. Ich hasse Fledermäuse. Oh, wie süß. Nein, 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 komm. Wir schlagen die Fledermaus einfach. Nein, die ist doch so süß. Die ist nicht süß, mach sie weg. Mach sie tot. Oh, wir müssen alle draufhauen. Los. Schlag, schlag, schlag. Okay. Da bin ich wieder. Kommt doch gerne her. Wir müssen Tür aufmachen. Das war der Clown. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, nein, aber nein. Aber wir müssen... Wir haben doch schon die Tür aufgemacht. Nein, aber nicht diese Tür hier. Oh, oh Mann. Nein. Okay, ich mach die auf. Ja, keine Angst haben. Wir sind zu viert. Der kann uns nichts. Und auf. Was ist das? Das ist ja ein Parcours mit einem Giftschleim da unten. Das würde ich niemals schaffen. Geht vor, ich mach das nicht. Nein, ich mach das nicht. Auf keinen Fall. Schleimi geht. Du gehst, weil das unten grün ist. Ich bin erwachsen. Ich bin schon 13. Sei vorsichtig. Oh, Schleimi, vorsichtig, das ist ein Mini-Block. So einen Block habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Vorsichtig, wenn du springst. Kommt hinterher. Okay. Oh nein. Oh. Oh nein, nicht schubsen, Leute. Macht langsam. Schleimi, geh nach vorne. Ich helfe dir hier, komm her. Ganz langsam mache. Komm her. Geh zur Seite, du schubst mich. Geh zur Seite. Oh, okay, weiter. Spring! Oh nein, ich tue. Jetzt bin ich. Lumi, du schaffst das. Beeilt euch! Das ist jetzt hier einfach. Kommt! Und hops! Sehr schön, Lumi. So, Schleimi, was machst du da? Oh. Ja, wohin? Du musst, glaube ich, da unten rein. Und für euch. Ich hab's geschafft. Du bist der beste Schleimi. Sehr gut. Oh nein, ich schaff das nicht, Freunde. Lumi, schau mal hier und Schleimi. Oh, du musst das schaffen. Mach du kannst Du machst das, Braxy. Okay, ich frag mal meine Zuschauer. Freunde, könnt ihr in den nächsten 3 Sekunden ein Like da lassen, damit ich das schaffe? Das wäre wirklich super cool. Los, 3, 2, 1. Oh, danke schön. Okay, ich schaff das. Und, Warte, ich muss jetzt auch, Braxy. Und hops. Sehr schön, Lumi. Hanna, komm jetzt du. Spring. Okay, fang mich. Sehr schön. Schleimi, geh zur Seite. Und. Oh nein, ich hab's berührt. Aber mir geht's gut. Komm, ihr schafft es. Komm, du schaffst es, Hanna. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch Lumi. Oh, ich schaff das. Du machst das. Hops. Sehr schön. Jetzt musst du nur noch hier rein. Perfekt. Was ist das denn hier? Oh nein, ich glaube, wir müssen hier irgendwie durch. Aber das werden wir niemals schaffen, Freunde. Oh nein, mach die Tür auf. Mach bitte die Tür auf. Oh Mann, wir sind eingesperrt. Das heißt, wir müssen hier irgendwie durch. Oh Mann, Freunde, wir müssen da durchkrabbeln. Wir schaffen alles das schon. Alles nur wegen Hanna. Hanna, das ist deine Schuld, wegen deinem Schimmel. Schleimi ist doch reingefallen. Ja, aber du hast uns hergerufen. Wir wollten einfach spielen. Ich brauchte doch eure Hilfe. Oh Mann. Schleimi, gehst du wieder vor? Ich gehe vor. Okay.
Ich leg mich auf meinen Bauch, auch wenn er schleimig ist. Ihh, das ist ja ekelhaft. Das ist alles vollgeschleimt. Oh Mann. Ihr müsst da durch, sonst kommt ihr hier nie wieder raus. Ich will doch nur mit euch spielen. Oh nein. Oh Mann, hört ihr das? Oh. War das jemand von euch? Das war nicht lustig. Das waren wir nicht, du Dussel. Jetzt geh da durch. Freunde, kommt mit. Seid vorsichtig. Boah, die Laser sind ganz schön warm. Geh durch. Schleimi, hast du da was gefunden? Ich bin hier hinten. Hier ist aber... Anna, vorsichtig. Hier ist geradeaus, Braxi. Wir schaffen das schon. Was ist das hier? Komm, Tana, komm, Lumi. Was ist das hier unten? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Okay. Warum ist hier Lava? Freunde, das macht hier doch gar keinen Sinn. Oh nein. Hä? Oh nein, oh nein. Hä, Freunde? Wo seid ihr? Nein, nein, nein. Meine Freunde sind weg. Hä? Wie seid ihr da hingekommen? Lass mich raus hier. Hilfe. Oh nein, das... Ich will raus. Nein, nein, nein. Was ist... Hä? Hier ist ein Schild. Anschauen. Oh, ich muss mir, glaube ich, hier was anschauen, Freunde. Dann mach das, damit wir hier wieder rauskommen. Okay. Oh Mann. Soll ich mir das wirklich anschauen, Freunde? Ja, damit wir hier rauskommen. Nicht, dass das eine Falle ist. Okay, ich schau's mir an. Und... Da bist du ja, Braxi. Deine Freunde sind leider gefangen. Und wenn du sie retten willst, dann musst du dich für zwei entscheiden. Der dritte wird in das Lava unter denen fallen. Für wen wirst du dich entscheiden? Du hast nur eine Minute Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Oh, Freunde, habt ihr das gehört? Oh nein! Braxi, mein bester Freund! Ich muss mich für euch für zwei entscheiden und der dritte fällt da unten ins Lava. Oh, Freunde, wen soll ich nehmen? Ihr müsst mir unbedingt helfen. Schreibt es jetzt schnell in die Kommentare. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Los, los, los! Oh, okay, Lumi ist mein bester Freund. Den kenne ich schon so lange. Schleimi ist auch mein bester Freund. Und Hanna ist Lumis Freundin. Oh nein, ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe mit dir ins Kino, wenn du mich rettest. Aber, ich weiß nicht. Okay. Hol mich hier raus. Okay, ich hol Lumi. Und, oh Mann, es tut mir so leid, Hanna. Aber ich muss mich für Schleimi entscheiden. Er ist auch mein bester Freund und ich kenne dich nicht so lange. Tut mir leid. Ich habe nicht so viel Zeit. Es tut mir wirklich leid. Wie kriege ich euch hier raus? Okay, es tut mir leid, Lumi. Ich musste mich für euch beide entscheiden. Ich konnte Hanna nicht mitnehmen. Hanna! Lumi, es tut mir leid, wirklich. Ich musste mich für euch entscheiden. Wie kriege ich euch jetzt hier raus? Vielleicht muss ich auf den Knopf drücken. Ich drücke einfach mal auf den Knopf. Oh, Braxi, ich danke dir. Du bist der Beste. Lumi, es tut mir nochmal wirklich leid. Vielleicht können wir Hanna noch irgendwie retten. Was ist das denn für eine Tür? Wir müssen hier weiter. Okay. Ich verstehe das hier nicht. Was müssen wir hier machen? Oh Mann, das ist so ein langer Gang. Kommt mit, Leute. Oh nein, nicht schon wieder so ein Fernseher. Ich glaube, wir müssen uns das anschauen. Okay. Da steht auch sogar anschauen. Ich klicke da jetzt drauf, okay? Sei vorsichtig. Okay. Und los geht's. Da ist der Clown wieder. Der will uns was sagen. Ihr habt es geschafft und ihr habt Hanna fallen lassen. Das würde ich niemals machen, Braxi. Aber diesmal seht ihr drei Türen vor euch mit drei verschiedenen Farben. Ihr habt nur zwei Versuche, euch für die richtige Tür zu entscheiden. Solltet ihr es nicht schaffen, werdet ihr für immer hier eingesperrt sein. Also, wählt weise. Ihr habt nur 60 Sekunden Zeit. Tschüss. Die Tür ist zugegangen. Nein, nein, nein. Oh nein. Okay, Leute. Ihr habt ihn gehört.
Wir haben nur 60 Sekunden Zeit und wir müssen uns für eine Tür entscheiden. Wir haben zwei Versuche und ich würde sagen, wir nehmen die Farbe Gelb. Oh nein, Lumi, wir nehmen Gelb. Einmal nehmen wir Gelb, das muss Gelb sein. Vielleicht ist ja das, was er erreichen möchte, dass wir alle unsere Farben nehmen wollen, weil guck mal, es ist Grün, Blau und Gelb. Oh, du hast recht, das heißt, er hat das von Anfang an geplant. Oh Mann. Also vielleicht sollten wir die Farbe nehmen, die von dem coolsten von uns. Leute, wir haben... Nein, 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 hört zu, wir haben nur noch... Oh nein, Leute, wir können nicht streiten, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben doch nur 59 Sekunden gehabt. Cool, ich versuch Gelb. Oh nein, es war nicht Gelb. Wir haben nur noch einen Versuch. Mann. Hä? Schleimi, du Dussel. Ich hab sie aufgemacht. Hä? Der hat es geschafft. Oh mein Gott. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Leute, ich gucke mir das nochmal an, okay? Seid ihr bereit? Mach an. Mach an. Ich drück drauf jetzt und los geht's. Oh, wie ich sehe, habt ihr es geschafft. Aber diesmal mache ich es euch nicht so einfach. Ihr habt nämlich nur einen Versuch, die richtige Tür zu öffnen. Ansonsten werdet ihr alle drei sterben. Oh, oh. Also, ich habe hier ein Rätsel für euch. Wenn ihr dieses Rätsel löst, dann könnt ihr euch für die Farbe entscheiden und der Tür. Folgendermaßen. Was sieht man am Tag, aber nie in der Nacht? Hä? Leute, wir haben nur 60 Sekunden Zeit. Wartet mal, Freunde, ihr müsst uns jetzt unbedingt helfen. Was sieht man am Tag, aber nicht in der Nacht? Das ist wirklich nur für kluge Köpfe. Bitte schreibt mir alles in die Kommentare. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch. Los, los, los. Okay, Freunde, okay, denkt nach. Was sieht man am Tag, aber nie in der Nacht? Ein Hoppelhase. Die kann man auch in der Nacht sehen. Die Sonne... Gelb! Nein, das ist viel zu einfach. Den Mond. Aber der Mond ist den weiß. Den siehst du doch nicht tagsüber. Denk nach. Was könnte am... Was? Ich weiß es nicht. Oh nein, bitte. Wir müssen jetzt überlegen. Blumen sieht man auch in der Nacht. Oh Mann. Ja, die Sonne. Nein, die Sonne, das wäre viel zu einfach. Was sieht man am Tag, aber nicht in der Nacht? Oh, ich weiß es! Es ist der Himmel. Himmelblau. Der Himmel verschwindet in der Nacht. Den Himmel siehst du doch aber immer. Nein, aber himmelblau ist es. Vertraut mir. Ihr müsst mir vertrauen. Ihr seid meine besten Freunde. Ich nehme himmelblau, okay? Oh nein. Blau ist die beste Farbe. Du weißt, was du machst, Brexy. Okay. Oh, und... es war blau! Es war blau! Ja. Oh Mann, nicht noch mehr Türen. Oh Mann. Okay, ich schaue es mir jetzt einfach nochmal an. Seid ihr bereit? Ja. Oh Mann. Ha! Wie ich sehe, habt ihr es geschafft! Ich wusste, ihr nehmt die Sonne, weil ihr auch richtig blöd seid und klein. Genau wie deine Zuschauer. Hä? Freunde, ihr seid doch nicht klein und blöd. Das ist voll gemein. Wenn du älter als 7 Jahre alt bist, dann lass jetzt ein Abo da, damit der Clown seht, dass ihr nicht klein seid. Los, los, los. Meine Zuschauer sind nicht klein und blöd, du Doofkopf. Echt? Fies von ihm. Okay, das sehen wir ja, wie viele Abos du da nachher bekommst. Okay, das ist die letzte Runde. Aber ihr habt wieder nur einen versucht. Doch diesmal könnte jede Tür euch irgendwo hinführen. Es gibt 3 Türen. Die eine Tür führt euch direkt in den Tod. Die zweite Tür ist eure Freiheit. Und die letzte Tür führt euch zu mir. Oh, oh, habt ihr das gehört? Oh, 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 ich will nicht. Diesmal gibt es kein Rätsel. Okay, ich habe absolut keine Idee, Freunde. Könnt ihr euch noch erinnern, welche Türen in welcher Reihenfolge es war? Vielleicht ist das wieder ein Rätsel. Es war grün,
blau und ja. Bist du sicher? Lumi, was sagst du? Ich habe in Erinnerung, dass alles blau war. Blau. Oh, nein, Freunde, könnt ihr uns bitte die Reihenfolge sagen, wie die Türen ganz am Anfang waren? Wir haben es nämlich vergessen. Oh, bitte. Los. Okay, denkt nach. Oh nein, ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen uns diesmal entscheiden. Oh, ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob wir jetzt grün nehmen, blau. Wow. Schleimi. Oh nein, hinterher. Oh. Meine Augen. Oh. Oh nein, seht ihr den? Ihr habt es zu mir geschafft. Hallo Schleimi, hallo Lumi und hallo Brexy. Was hast du mit Hanna gemacht? Sag es sofort. Lecker. Hanna ist leider von uns gegangen. Jungs, ihr müsst mitmachen. Sagt, das ist... Spielt einfach mit. Okay. Okay. Ja, cool. Lecker. Hanna ist weg, Mann. Endlich. Hä? Ja, richtig gut. Ja, danke, dass du uns geholfen hast, sie loszuwerden. Hä, wartet mal, wie? Wie, ihr wolltet Hanna nicht? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso seid ihr nicht traurig? Lass uns nun Odi noch übers Ohr hauen. Ja. Odi müssen wir auch übers Ohr legen. Das ist eine gute Idee. Clown, kannst du uns helfen? Nein, wartet mal. Das war nicht der Plan. Ihr solltet jetzt traurig sein. Ich dachte, du hilfst uns. Wir mögen dich doch, Clown. Komm zu uns. Lass dich umarmen, Clown. Nein. Das macht gar keinen Sinn. Ich muss hier weg. Das war eine gute Idee, Lumi. Das war richtig gut. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Hahaha, ich hab eure Freundin. Oh, tut mir leid, Jungs. Oh Mann, das ist nicht witzig. Tut mir leid. Oh Mann, aber ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier rauskommen können. Vielleicht sagen wir einen Zauberspruch oder sowas? Ein Zauberspruch? Clowns sind doch keine Zauberer. Mann. Wie heißt das nochmal? Abracadabras. Abracadabra. Hä? Ananas. Nee, Freunde, wie heißt nochmal der Zauberspruch? Ich glaube, Abracadabra, oder? Akabradabra. Okay, wir sagen einfach Akabradabra. Auf drei, alle zusammen. Drei, okay. Zwei, eins, Akabradabra. Aua. Was? Oh nein, es hat funktioniert. Akatababra hat funktioniert. Ananas. Okay. Oh nein. Oh. Leute, Hanna ist verschwunden. Und um sie wiederzubekommen, vielleicht hilft ja ein Like. Wir müssen es probieren. Wir haben keine andere Wahl. Oh, meine Freunde werden mir das niemals glauben. Wir haben einen neuen McDonald's. Das muss ich denen unbedingt erzählen. Und wisst ihr, was noch cool ist? Es gibt dort alles für einen Euro. Ach so, eine Frage habe ich eigentlich. Mögt ihr eher McDonald's oder Burger King? Wenn du McDonald's magst, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn du für Burger King bist, dann lass ein Like da. Also, ich mag irgendwie beides. Na, dann müsste ich beides machen. Abonnieren und liken. Aber jetzt sage ich das erstmal meinen Freunden. Jimmy, Niki. Oh, Niki. Du bist so witzig. Haha, Bauchgrippen. Hey, was ist los? Wie geht's, mein Bester? Hi, Niki. Hi, Jimmy. Ihr werdet mir nicht glauben, was heute neu eröffnet hat hier auf der Insel. Was denn? Okay, ihr dürft dreimal raten. KFC. Nein, kein KFC. Hey, ein Roblox-Store. Nein, kein Roblox-Store. Einmal noch. Ich weiß es. Ein Bananenhändler. Ich weiß es auch. Nein. Ich weiß es. Okay, und das ist 100%. Es ist der neue Fortnite-Shop. Oh, ja, nein. Sag uns das. Wir haben hier einen neuen. Und jetzt haltet euch fest. McDonald's-Shop. Fortnite-Shop. Hey. Nein. McDonald's ist da. Und alle Burger und alles, was es dort in dem Laden gibt, kostet nur einen Euro. Ja, genau. Und Niki mag gern blau.
Nein. Nein, ich glaube ihm das. Das ist ein Sonderangebot. Ich glaube ihm nicht. Wirklich? Komm, ich zeige euch das. Und da gibt's sogar. Da gibt's sogar einen Clown. Nein, ich will keinen Clown. Die sind. Oh, Braxy, du weißt doch, wie es letztes Mal war. Oh, ich weiß, aber diesmal ist das McDonald's. Die haben doch Ronald McDonald. Ronald McDonald. Have a farm. Hia, hia, ho. So, das ist hier rechts, Nicky. Komm mit. Ah, okay. Okay. Boah, da ist echt ein McDonald's. Seht ihr, ich hab's nicht gelogen. Aus. Wie cool. Warte, warte, warte. Guck, hier steht McDonald's Neueröffnung und alles 1 Euro. Aber super. Aber der sieht gruselig aus. Hä, der ist doch voll in Ordnung. Komm rein jetzt. Der hat voll das komische Gesicht. Hallo, ich hätte gerne einen Cheeseburger und eine Creeper Cola. Hallo Leute, natürlich, das könnt ihr gerne haben. Hier. Oh, lecker, ich setze mich schon mal hin. Und du? Ich hätte gern erstmal nur eine Cola. Kein Problem, hier bitte. Dankeschön. Und was hätte der kleine Mann gerne? Oh, Braxy, kannst du was für mich machen, bitte? Oh, was willst du denn haben? Ich will einen großen Big Mac und eine große Pommes. Wir hätten gern noch einen großen Big Mac und eine große Pommes. Natürlich, komm sofort. Hier bitte. Na los, nimm es dir. Ist, dass du groß und stark bist. Geh bloß weg von mir, blöder Clown. So. Er hat dir doch gar nichts getan. Die schmecken so gut. Du kannst doch nicht so gemeinsam zu den süßen Clown da. Schau mal, wie freundlich er in unsere Augen guckt. Hallo. Der hat schwarze Augen. Sieht gruselig aus. Na und? Ich habe auch braune Augen. Sehe ich gruselig aus? Nein, du siehst lieb aus. Egal, ich esse meinen Burger einfach jetzt. Leute, welche Augenfarbe habt ihr eigentlich? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Also meine Augenfarbe ist dunkelbraun. Leute, seid ihr schon fertig? Der guckt uns echt schon die ganze Zeit so komisch an. Sag ich doch. Aber das liegt an dir, weil du ihn beleidigt hast. Herr Clown, ich hätte gerne einen Luftballon. Die gibt's doch bei Ihnen, oder nicht? Ja, natürlich, draußen vor der Tür findest du welche. Die kannst du mitnehmen. Danke. Oh, der ist so cool, der Clown. Der Clown? Ja. Der Clown nicht weiß, wer sie wirklich sind. Ja? Ich bin Ronald Lumi. McDonald. Das Mann. Ist doch Lumi. Nein, das ist doch nicht Lumi. Mann, oh, Jimmy. Er sieht aus wie Lumi. Aber jetzt, wo du sagst... Ja, der hat sich verkleidet. Mir hat auch so einen eckigen Kopf. Naja, lass uns gehen, komm. Ja, ich glaube, der war doch ganz nett, der Clown. Ich komm gleich, ich muss noch mal kurz auf Toilette, ja? Okay, beeil dich. Okay, bis gleich. Braxy, ich glaube, der Clown war doch ganz nett. Und schau mal, der hat sich ja um Nicky gekümmert und um uns. Habe ich doch gesagt. Und du machst dir immer direkt so komische Gedanken. Ja, wir hatten einen Horrorclown. Aber das ist schon lange her. Wir sind in einer neuen Stadt. Du hast recht. Aber es ist auch schon Zeit fürs Bettchen. Finde ich auch. Leute, erinnert ihr euch eigentlich an den Horrorclown und habt ihr die Videos gesehen? Wenn du die Videos mit dem Horrorclown schon gesehen hast, dann lass jetzt auf jeden Fall ein Like da. Und wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann musst du dir sie unbedingt anschauen. Wo ist eigentlich Nicky, Jimmy? Weiß ich nicht. Der wollte aufs Klo gehen. Vielleicht muss er groß oder so. Hä? Nicky, Clown. Also, haben sie vielleicht Nicky gesehen? Euer roter Freund? Ja, genau. Der war auf Toilette, ist schon wieder weg. Hä? Aber wo ist er denn hin? Das weiß ich nicht, aber wenn ihr wollt, guck mal, ich habe hier Schokoladenkuchen, Schokoladenkekse, die könnt ihr gerne mitnehmen. Aber wir hätten ihn doch rauslaufen sehen müssen. Ja,
eben. Und außerdem gibt's hier nur einen Eingang, siehst du? Mhm. Naja, vielleicht haben wir ihn wirklich übersehen. Lass uns nach Hause gehen, es wird eh dunkel. Okay, schlaf gut, Braxy. Tschüss, Jimmy, wir hören uns morgen. Braxy! Braxy, mach die Tür endlich auf, Mann! Mann, Jimmy, was ist denn los? Außerdem, hast du... Nein. Mann, hast du nichts vom Anklopfen gehört? Nein, hab ich nicht. Und in Notfällen soll man reinplatzen. Und was ist denn? Warum schreist du so rum? Ich finde meine Switch nicht mehr. Hast du sie vielleicht hier gesehen? Meine Switch? Was soll ich mit deiner Switch? Ich habe einen Gaming-Laptop. Schau. Ach so, und Niki ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Und ich kann ihn nicht erreichen. Auch nicht in Fortnite. Niki ist nicht da. Vielleicht ist er zu Hause. Nein, wir haben uns verabredet. Wir wollten heute das neue Fortnite-Turnier machen. Ich rufe ihn mal kurz an. Warte kurz. Komm schon, geh ran, Niki. Geh ran. Mann, der ist aktuell nicht erreichbar. Lass uns mal zu ihm nach Hause gehen. Mann, du glaubst mir ja nicht, Braxy. Hast du gestern mit ihm noch gesprochen? Nach dem McDonald's? Oder davor? Ich weiß nicht mehr. Ich war auf jeden Fall beim McDonald's dabei. Aber er ist einfach weg. Niki! Da sind Kartoffeln! Niki, mach die Tür auf! Schau mal da drin, Braxy, da sind irgendwelche Potato Chips. Hä? Oh, ich versuch. Mann, Niki. Oh, sei doch mal leise jetzt! Nein, Niki würde das nicht einfach rumliegen lassen. Irgendwas ist passiert, Braxy. Ich mach jetzt die Tür hier auf. Oh Mann. Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich krieg die Tür nicht auf. Alle innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da, damit ich Kraft bekomme, um die Tür einzutreten. 3, 2, 1, Liken. Boah, ihr seid die Besten. Okay, wir probieren das. Und rein. Es hat funktioniert. Jimmy, siehst du hier irgendwas? Ich sehe nur Kartoffeln überall. Ich glaube, das sind Pommes. Kartoffeln? Aus Kartoffeln kann man Pommes machen, aber auch Püree. Wie kommst du denn auf Pommes? Weiß nicht. Wo geht die Spur hin? Gut, ich war hier zu Hause. Aber hier ist auch ein Obstteller. Lass mal nach unten gehen. Niki! Was? Hä? Was ist das denn was hier? Was macht der hier? Hey, das sieht echt gruselig aus. Naja, das ist nicht unser Problem. Niki, bist du zu Hause? Niki, wo bist du? Ich vermisse dich. Naja, okay. Wir machen Folgendes. Wenn Niki sich bei dir meldet, rufst du mich an. Wenn er sich bei mir meldet, rufe ich dich an, okay? Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich sag dir ehrlich, Braxy, ich find's richtig merkwürdig, dass hier auf einmal Pommes rumliegen, weil... Das sind Kartoffeln und keine Pommes. Aber daraus werden Pommes gemacht. Also ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Tschüss, Jimmy. Was ist, wenn jemand Niki entführt hat? Das werden wir doch schon... Mann, du gehst immer vom Schlimmsten aus. Tschüss, Niki. Niki, ja, ich bin Jimmy. Oh, ja, ist doch das Gleiche. Hör auf, tschüss. Oh, Leute, ich hoffe, mit Niki ist alles in Ordnung. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und leg mich mal eine Weile hin. Ich bin ein bisschen müde geworden. Oh, es läuft nichts im Fernseher. Alles ist langweilig. Ah, nein, nein. Hey, das ist ein Video von mir. Das ist bestimmt richtig cool geworden. Das schaue ich mir jetzt an. Hä? Das, was ich sehe, Leute? Ist das nicht der Clown? Beobachtet mich gerade der Clown? Ey, bleib. Hey, Clown. Ich könnte schwören, dass der Clown gerade hier war. Leute, seht ihr hier irgendwo noch den Clown? Der könnte wirklich überall sein. Deswegen macht eure Augen genau auf. Entweder ist er oben auf dem Riesenrad oder auf Lumis Haus, auf einem Baum, auf Odis Haus oder in das Haus von Hannah. Seht ihr ihn hier irgendwo? Wenn du ihn gesehen hast, lass auf jeden Fall ein Like da,
Diese Aufgabe ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das können nur die älteren Leute. Sehe nicht. Aber egal, ich gehe jetzt erstmal zu Jimmy. Ich muss ihm erzählen, dass der Clown mich beobachtet hat. Das geht gar nicht. Vielleicht hatte Jimmy ja recht. Vielleicht hat der Clown... Vielleicht hat der Clown ja Niki entführt. Und das ist der böse McDonald's Horror-Clown. Oh nein, oh nein, oh nein. Jimmy, mach die Tür auf. Oh, komm schon, mach sie auf. Jimmy? Jimmy? Jimmy würde nie allein das Haus verlassen. Und hier muss es doch irgendwo einen Hinweis geben. Auch nicht. Auch nicht. Oh, er ist so ein Dussel. Oh, Mann. Ich finde hier einfach gar nichts. Was denn für ein Buch? Sollen wir reingucken? Nicht, dass das das Tagebuch Jimmy ist. Egal, wir gucken rein. Muhahaha. Ronald kommt, Ronald geht, Jimmy ist weg. Du bist in 24 Stunden klicktot? Hä? Papa, Papa, Papa. Ich liebe es. Was könnte das sein? Papa, Papa, Papa. Ich liebe es. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kennt ihr das? Ich sag's jetzt mal nochmal. Papa, Papa, Papa. Ich liebe es. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber... Wartet mal. Ihr habt recht. Es könnte der McDonald's-Slogan sein. Wir müssen ganz schnell mal kurz zurück in den Laden. Überlegt mal, der Clown hat mich beobachtet. Wir haben Kartoffeln bei Niki gefunden. Und jetzt den McDonald's-Slogan. Oh, wartet mal, nicht, dass die Jungs mich pranken und die sind einfach bei Ronald drin. Oh, das gibt richtig Ärger, wenn die mich pranken. Oh, wenn die mich geprankt haben, werde ich das denen auf gar keinen Fall verzeihen. Endlich Feierabend, jetzt kann ich mir den Nicken schnappen. Oh, er hat ein Messer. Habt ihr das gehört? Endlich Feierabend, jetzt kann ich mir den nächsten schnappen, hat er gesagt. Okay, wir müssen uns beeilen. Hier muss es doch irgendwo einen Hinweis geben. Jimmy, Niki, hört ihr mich? Oh, Jimmy. Oh? Habt ihr das gehört? Das kam von... Hier irgendwo. Oh, hier ist eine Falltür. Und die geht nach... Oh, sollen wir wirklich da runtergehen? Okay, geht's. Oh. Braxy! Jimmy? Braxy! Niki? Ich hab sie raus. Ich hab's dir gesagt. Oh nein. Das hier ist ein Gefängnis. Niki, was hat er mit dir gemacht? Er wollte mir abgelaufenes Essen geben und er wollte mir... hat meinen Luftballon kaputt gemacht. Hol mich hier raus. Braxy! Braxy! Du musst abhauen. Das war eine Falle. Da drüben ist dein Käfig. Nein, 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 Braxy. Du hast recht. Hier steht Braxy, da steht Niki und Jimmy und... Oh, ich hole euch hier raus, kommt schnell. Nein, geh. Nicht, dass der Clown kommt. Ich kann euch doch hier nicht allein lassen, ich muss euch hier irgendwie rausholen. Du brauchst eine Spitzhacke, eine Diamantspitzhacke, los, schnell. Okay, ich bin gleich wieder da. Kommt schon, ich beeil mich. Oh. Lass dich nicht erwischen! Okay, okay. Oh. Ich hab doch hier was gehört. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Du hast dich versteckt. Er darf mich nicht sehen, Freunde. Oh, bitte nicht. Ich werde draußen nochmal gucken. Oh, ich muss schnell rauslaufen. Okay, was hat Jimmy nochmal gesagt? Ich brauche eine Spitzhacke. Nein, damit werde ich das nicht schaffen. Ich muss mir schnell TNT holen. Und ich glaube, Lumi hatte ganz viel TNT in seinen Thron. Und dann sprenge ich meine Freunde da raus. Genau das mache ich jetzt. Und los geht's. Oh, oh, komm schon. Wo hat er sein TNT versteckt? Oh, hier.
Ja, perfekt. Jetzt muss ich schnell meine Freunde befreien. Und das mit einer riesengroßen Explosion. Oh, schon wieder ein Horrorclown, Freunde. Das macht mir immer so viel Angst. Ich habe keine Lust mehr auf McDonald's, deswegen. Oh, komm schon, ich muss mich beeilen, bevor der Horrorclown wieder zurückkommt. Oh, jetzt schnell, schnell, schnell. Jetzt verstehe ich, warum alles 1 Euro gekostet hat. Okay. Leute, ich bin's. Beeil dich. Los, Brexy. Hol mich endlich raus hier. Okay. Hinter dir. Keine Bewegung oder ich zünde alles an. Ich bin in die Falle gegangen. In die Falle? Ja. Ich zünde an. Spreng es. Oh nein. Ja. Alles okay? Oh, Brexy, komm runter. Wow. Wo ist der Clown? Wo ist der Clown? Der ist weg. Okay. Yippie. Und kommt alle zu mir, schnell. Beeilt euch. Mann, Mann, Mann. Ihr müsst mir alles erzählen, was passiert ist. Und warum er euch entführt hat. Kommt schon. Oh, es ist sogar schon dunkel geworden. Ah, Spinnen. Nein, 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 nein. Wir müssen uns beeilen. Kommt schon. Komm, Niki, lass die Spinnen drauf. Oh, nein. Wow! Was war das denn? Wir sind gefährlich. Hier sind so viele Zombies, Mann. Wir müssen ganz schnell zu mir. Oh. Mhm. Oder lass du Niki. Niki ist näher dran. Ja, lass uns schnell Niki rein. Los, schnell, beeil dich. Und? Ich komme hier schon. Mach die Tür auf, Niki. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Okay. Oh. Okay. Jimmy, hast du noch deine Barrikaden? Ein paar, ja, warum? Platz hier die an die Tür, an die Fenster, los. Nicht, dass der Clown kommt. Okay. Aber warum sind hier so viele Luftballons bei mir im Haus? Ja, ich will eine gute Stimmung machen. Ich gehe schnell schlafen, ich habe Angst. Nein. Was ist eigentlich passiert, Niki? Du wurdest als Erster entführt. Was hat er gesagt gehabt? Der hat mich getrickst. Der hatte gar keine Ballons für mich. Der hat mich nach unten gelockt. Er hat gesagt, komm mal her. Hier unten habe ich schöne Ballons für dich. Und dann, bam, bin ich dann in der Zelle wach geworden. Oh, und Niki, und Jimmy, wie war es bei dir? Der Clown kam zu mir nach Hause und wollte mit mir Fortnite spielen. Und ich habe ihn verdroht und dann hat er mich mitgenommen. Oh, Mann. Odi, das hat so viel Spaß gemacht. Oh, Brexy, aber schau mal, es wird schon dunkel. Ich muss schlafen. Ich glaube, du musst nach Hause gehen. Kann ich heute nicht bei dir übernachten? Brexy, geht leider nicht. Ich habe doch morgen meinen Frühlingsputz. Okay, Odi, hat aber wirklich Spaß gemacht. Wenn du willst, kannst du morgen zu mir kommen. Oh ja, lass uns richtig Cooles machen. Okay, Odi, ich wünsche dir eine gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht, Brexy. Leute, es ist echt cool, so einen besten Freund wie Odi zu haben. Oh Mann, und wenn du mein bester Freund sein willst, dann lass jetzt ein Like und ein Abo da. Das würde mich wirklich freuen, denn bald erreichen wir unser Ziel. Und dann kann ich mich endlich zeigen. Das wäre so cool. Jetzt muss ich aber schleunigst nach Hause gehen. Es ist schon dunkel geworden und... Oh verdammt, Leute, ich hab was bei Odi vergessen. Jetzt muss ich schnell wieder zurückgehen und das abholen. Odi, ich hab leider meine Spielsachen vergessen. Odi, kannst du bitte die Tür auf... Odi, das ist nicht lustig. Mach jetzt die Tür auf. Hallo, Brexy. Der Horrorclown. Ich muss schnell nach Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe, du blöder Horrorclown. Ich hab deine Schlüssel. Du hast meine Schlüssel. Okay, was willst du von mir? Schau mal, deine Schlüssel kommen näher. Wie hast du die bekommen? Was willst du, Horrorclown? Ich dachte, du bist tot. Ich hab Odi. Du hast meinen besten Freund Odi. Gib ihn sofort wieder zurück. Aber zuerst musst du mit mir ein Spiel spielen. Ein Spiel? Warte mal kurz. Oh nein, Leute. Der Horrorclown hat Odi entführt. Und er sagt, ich soll mit ihm ein Spiel spielen.
Was meinst du? Soll ich mit dem Horrorclown ein Spiel spielen oder eher nicht? Schreib es mir mal unten in die Kommentare und schau das Video unbedingt bis zum Schluss, denn du musst mir helfen, Odi zu finden. Horrorclown, was für ein Spiel willst du denn spielen? Wir machen eine schöne Bau-Challenge! Eine Bau-Challenge? Es ist aber dunkel. Was für eine Bau-Challenge? Dunkel mag ich immer gern. Willst du mitmachen? Einverstanden? Ja oder nein? Wenn du gewinnst, bekommst du Odi. Wenn ich gewinne, bekomme ich Odi? Ja! Ich will, Und? Wir sind bei Schwimmbad. Was machen wir hier? Wir werden eine Horrorbau-Challenge machen. Eine Horrorbau-Challenge? Okay, bevor wir anfangen, möchte ich aber einen Beweis, dass Odi noch am Leben ist, du Blödmann. Okay, warte. Ich hol mein Handy raus. Und hier, jetzt telefonier mit ihm. Odi? Braxy, hilf mir, der Horrorclown ist zurück. Bist du in Sicherheit? Komm schon, bitte, Braxy, er hat mich eingefangen. Du musst mich rausholen. Okay, mach dir keine Sorgen, ich hol dich da raus. Okay, Horrorclown, ich glaube dir. Und wenn ich gewinne, kriege ich ihn auch wirklich. Und das sind keine bösen Tricks. Keine bösen Tricks. Und dank mir hast du jetzt den Kreativmodus. Oh, du hast recht. Ich habe wirklich den Kreativmodus. Wow, hier sind ja alle möglichen Sachen, mit denen ich gleich bauen kann. Okay, wie lange haben wir Zeit, Horrorclown? 15 Minuten. Oh, okay, die Zeit läuft ab jetzt. Oh, Leute, ihr müsst mir jetzt unbedingt helfen. Was kann ich bauen, damit ich das gewinne? Ich muss jetzt einmal ganz kurz nachdenken. Vielleicht mache ich einfach einen Horrorclown-Kopf und das sieht dann aus wie ein Haus. Oder ich mache ein Zelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin komplett durcheinander. Wenn du eine Idee hast, was ich hätte bauen können, dann schreib es mir mal jetzt unten in die Kommentare. Und wenn du das nächste Mal mit mir bauen willst, dann abonnier den Kanal. Das ist ganz wichtig. Dann kannst du hier auf unsere Stadt spielen. Okay, ich muss jetzt anfangen zu bauen. Oh Mann. Ich glaube, ich weiß, was ich baue. Ich brauche als erstes weißen Beton. Weißer Beton. Sehr gut. Nee, warte mal. Kann ich nicht Keramik nehmen? Keramik. Nee, ich nehme weißen Beton. So, dann baue ich jetzt erstmal einen viereckigen Kopf. Oh, Leute, das wird gleich richtig cool. 1, 2, 3. Jetzt brauche ich roten Beton. Roten Beton. Hier. Oder ich nehme eine rote Wolle. Rote Wolle ist viel besser. Rote Wolle. Sehr gut. 1, 2, 3. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt brauche ich wieder weißen Beton. Oh, Leute, ihr werdet mir nicht glauben, was ich bauen werde. Deswegen musst du das Video bis zum Schluss anschauen. Jetzt müssen wir nur noch in die Höhe bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ich glaube, es ist zu hoch, oder? Wir machen einfach mal weiter. So, dann gehen wir hier rüber. Oh Gott, Leute, das wird gleich richtig gefährlich werden. Wenn ich verliere, werde ich Odi nie wiedersehen. Aber ich muss gewinnen. Für Odi. So, das haben wir schon mal richtig gut gemacht. Ihr könnt zwar noch nicht erkennen, was das sein wird, aber gleich. Jetzt machen wir noch... wir brauchen Stufen. Und ich glaube, gibt es weiße Stufen? Weiß... Oh Mann. Weiße Stufen gibt's nicht. Das heißt, wir müssen etwas anderes nehmen. Doch, hier, Quarzstufen. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, Leute, vielleicht schafft ihr das sogar nachzubauen, was ich jetzt bauen werde. Was muss ich jetzt machen? Warte mal. Okay, wir brauchen jetzt hier 1, 2, 3. Hier machen wir den Mund. Hier wird der Mund sein. Genau, das mache ich jetzt richtig gut. Dann kommt hier wieder weiß. Und dann geht's hier weiter nach oben. So. Warte, wir machen das lieber so. So ist viel besser. Dann brauchen wir eine rote Nase. Die Nase wird rot sein. Hier drüben. So. Und, so. Das wird eine rote Nase werden.
Sehr gut. Die machen wir jetzt richtig schön groß. Oh, das wird jetzt eine Herausforderung werden für mich. Eins. Mann, ich kann die nicht bauen. Okay, wir müssen weitermachen. Oh, Leute, wenn das was wird, werde ich diese Challenge bestimmt gewinnen. Okay, damit haben wir schon mal den Mund gemacht und die Nase. Das sieht schon mal sehr gut aus. Nur hier habe ich einen Fehler gemacht. So. So. Nur noch ein bisschen. Und das Haus ist schon fertig, Leute. Also, ich zeige euch das schon mal. Das Grundgerüst steht und ihr müsst es einmal kurz bewerten. Und vielleicht schaffst du es sogar nachzubauen. Also ist das jetzt hier auch eine Challenge für dich. Schau dir das Video richtig gut an und versuch das Haus nachzubauen. Und du kannst jedes Mal wieder zurück auf das Video kommen, wenn du nicht genau weißt, wie du es weiterbauen sollst. Okay, Leute, ich zeige dir jetzt das Haus. 3, 2, 1, da! Das hier ist das Pennywise-Haus. Schaut mal, ich habe hier die Augen von Pennywise gemacht und die orangenen Haaren. Dann habe ich hier seine Clownsnase und hier rein führt eine Tür rein in das Haus. So, jetzt müssen wir nur noch gemeinsam die Inneneinrichtung machen, denn hier drin ist aktuell absolut nichts. Und wir müssen das eigentlich noch voll machen. Und ich glaube und ich bin auch zuversichtlich, dass ich die Challenge gewinnen werde. Horrorclown, na? Du wirst mich niemals schlagen. Das werden wir ja sehen. Okay, Leute, ich platziere jetzt genau hier in die Mitte noch ein Gemälde. Aber ich weiß nicht, was für ein Gemälde. Das muss schon was Gruseliges sein. Oh, das sieht gruselig aus. Jetzt mache ich das Gleiche auch auf der Seite hier. Oh, das sieht mega cool aus. Nö, auch nicht, auch nicht. Mann, gib mir was Cooles. So, das sieht doch richtig gruselig aus. Okay, Leute, wir haben jetzt ein paar Gemälde. Dann würde ich sagen, platzieren wir noch ein Bett hier hin. Dafür geben wir ein Bett. Sollen wir ihm ein Kuschelbett geben oder ein richtiges Gruselbett? Wir geben ihm ein kuscheliges Bett. So, schaut euch mal an, wie die Betten hier aussehen. Folgendes hier, zack, fertig. Hä? War denn das? Oh, okay. Das war gruselig. Was ist denn da passiert? Ich, warte mal, nochmal. Jetzt das Gemälde. Nein, das will ich nicht. Ich will ein anderes Gemälde haben. Das ist ja blöd. Okay, dann haben wir halt nur links und rechts ein Gemälde. Wir fügen hier ein Skelett hinzu. Schaut mal, den hier. Das wird ja richtig cool aussehen und gruselig. Und jetzt packen wir noch ein paar Fackeln da rein. So, vielleicht haben wir noch andere Fackel. Müssen wir mal schauen. Wir haben noch diese Torches hier. Wie sehen die denn aus? Boah, Leute, schaut mal. An jeder Ecke platzieren wir eine. Das sieht viel gruseliger aus. Oh, das sieht richtig aus wie ein Horrorclown mit einem Skelett. Skelette als Gemälde. Ein Horrorclown als Kopf. Okay, uns fehlt noch etwas, aber ich muss mal schauen. Was könnten wir denn noch nehmen? Du hast recht. Spinnenweben. Aber wir nehmen nicht das Kleine, wir nehmen das Große. So, wo ist denn das jetzt hier? Wir schauen mal. Weiter. Da, da ist es ja. Sehr gut. Das können wir in jeder Ecke platzieren, glaube ich. Da oben. Und hier oben. Hallo, ich will es platzieren. Dann mache ich das halt nur mittig. Mir doch egal. Oho, das sieht schon richtig gruselig aus. Okay, was könnte ein Horrorclown auch noch haben? Ich würde sagen, wir geben ihm noch einen Fernseher. Einen kleinen Fernseher, nicht so einen Riesenfernseher. Da. Ja, wir geben ihm einen großen Fernseher. Hier. Da ist aber die Tür. Wo soll ich das denn jetzt platzieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann hat er halt keinen Fernseher. Mir doch egal. Wir müssen mal weiterschauen. Oh, natürlich. Wir können auch ein... Wartet mal. Wir machen auch einen Grabstein. Hier, an seinem Bett. Hier drüben und hier drüben. Warte mal, viel näher dran. Boah, das sieht so cool aus. Ich weiß nicht, warum mir das Ganze gefällt. Vielleicht können wir noch ein paar Fackeln drauf machen. Oh. Ja, hier. Boah, Leute, ich finde das schon richtig gut, aber irgendwas fehlt noch. Was könnte denn
ein Horrorclown noch haben? Schaut mal die Liste gemeinsam mit mir an. Und wenn ihr was Cooles findet, sagt mal Stopp, okay? Bücher? Langweilig. Ist auch langweilig. Spinnen? Kuscheltier Spinnen? Du hast recht, die können wir hier überall verwenden. Und ein paar Fässer vielleicht. Das ist auch eine gute Idee. Schauen wir mal weiter. Was könnte ein Horrorclown noch haben? Wenn du etwas Gruseliges hier siehst oder was ich hier einbauen soll, dann musst du mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Fenster will er nicht haben. Fenster sind blöd. So, dann haben wir hier noch Kälte. Hey, das ist auch langweilig. Was gibt's denn noch Schönes? Oh, natürlich, ihr habt recht. Wartet mal. Hier, das nehmen wir auch einmal. Das ist ein Tisch. Schaut mal, das sieht doch cool aus. Und jetzt brauchen wir Stühle. Und wir brauchen richtig... Oh, diese Stühle sind auch gut aus. Wartet mal. Hier, die schwarzen Stühle. So. Boah, das sieht richtig aus wie bei einem Horrorhaus. Drüben, hier auch noch einen Stuhl. Perfekt. Boah, das sieht mega aus. Jetzt brauchen wir noch einen Ventilator. Den platzieren wir oben hin. So. Boah, das ist doch schon sehr gut. Horrorclown, ich glaube, ich bin gleich fertig. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich bin auch gleich fertig, Braxy. Bin aber viel schneller fertig als du. Jetzt lachst du noch. Warte ab. Das siehst, wirst du nicht mal lachen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Und dann lässt du Odi frei, richtig? Nur wenn du gewinnst. Werde gewinnen. Das Haus wird dir richtig gefallen. Du wirst hier sogar einziehen wollen. Noch Kameras, Leute. Damit wir den Clown beobachten können. Das ist doch eine super Idee. So, eine Kamera kommt an seinem Auge, damit er das nicht erkennt. Hier und hier. Hinten. Fertig. Perfekt. Oh, Horrorclown, ich glaube, ich bin fertig. Bist du dir sicher? Ich glaube, ich bin wirklich fertig. Das sieht schon sehr gut aus. Und ich glaube, die Zeit ist auch gleich abgelaufen. Wie sieht's denn bei dir aus? Wollen wir anfangen zu bewerten? Das können wir gerne tun, Braxia. Du schon fertig? Ich bin schon fertig. Okay, kann ich zuerst zu dir rüberkommen und du stellst mir dein Haus vor? Komm ruhig rein, komm ruhig rein. Okay, Leute, wir gehen jetzt rüber und bewerten das Haus. So, ich komme rüber in 3, 2, 1, los geht's. Hallo, Braxy. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Willkommen in meiner Horrorvilla. Das sieht ja aus wie ein Schloss. Das ist es auch. Von dem kopflosen König. Kopflosen König? Okay, können wir uns das jetzt von innen anschauen? Ja, können wir. Hier ist ein Laufband und wenn ich diesen Hebel aktiviere, kommst du gegen das Sägeblatt. Das ist ja mega cool. Hey, nicht aktivieren, wenn ich drauf bin. Okay. Dann habe ich hier noch, wo ich meine kleinen Kinder verbrenne, in meinem Ofen. Kaminofen. Hier verbrennst du deine kleinen Kinder? So wie dich und Odi. Nein, das tust du nicht. Du hast noch nicht gewonnen. Wobei ich zugeben muss, dein Haus sieht richtig cool aus. Aber sehr altmodisch. Das ist richtig, Braxy. Okay, dann würde ich sagen, bewerten wir dein Haus gleich, okay? Dann kommen wir jetzt zu meinem Haus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, zähl runter. 3, 2, 1. Komm rüber. Oh,
Das bin ja ich. Schau mal, dein Gesicht sieht genauso aus wie das Haus. Ich habe versucht, so nagetreu wie möglich deinen Kopf nachzubauen. Das Haus sieht so schön aus. Es ist viel besser als meins. Nein, du brauchst doch nicht weinen. Du brauchst nicht weinen. Wir schauen uns die Inneneinrichtung erstmal an. Also, hier kommst du durch deine Nase in dein Zuhause rein. Schau mal. Was habe ich denn in meinen Augen? Nichts. Das sind einfach nur bewegliche Augen, so wie du. Okay. Schau mal. Das hier ist dein Gruselzuhause. Es ist modern. Du hast richtig hohe Stühle, damit du nicht vom Stuhl fallen kannst, so wie ich. Und du hast Fässer hier, womit du etwas verstecken kannst, was du vielleicht niemandem zeigen möchtest. Deine Kinder! Oh, vielleicht war das doch keine so gute Idee, dir Fässer zu geben. Du hast noch auch ein richtig kuschliges Bett. Hier kannst du schlafen. Richtig kuschelig. Ja? Ey, du sollst nicht schlafen. Steh auf. Mann, steh auf, du Horrorclown. Oh, da bin ich ja glatt eingeschlafen. Und hier hast du Skelette. Naja, das ist mein Haus. Ganz oben hast du noch einen Ventilator. Und ich würde sagen, ich habe gewonnen. Das sieht so gut aus. Okay, Odi ist hinter Schleimis Haus. Ich will jetzt hier leben. Ist er wirklich dort? Glaub ihm irgendwie nicht, Leute. Er hat gesagt, Odi ist hinter Schleimis Haus. Aber das glaube ich nicht. Leute, aber jetzt seid ihr gefragt. Könnt ihr das Haus für mich bewerten? Von 1 bis 10, wie cool fandet ihr das Haus vom Horrorclown? Seid aber ehrlich, weil der Horrorclown liest auch die Kommentare. Und von 1 bis 10, wie cool fandest du mein Horrorhaus? Schreibt das alles so in die Kommentare. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz zu Odi gehen. Der hat gesagt, der ist hinter Schleimis Haus gefangen. Das glaube ich ihm aber nicht. Oh, ich kann doch fliegen. Ich bin doch noch im Kreativ. Das hat er mir gar nicht weggenommen, der Dummkopf. Oh, wir müssen uns beeilen. Odi muss hier irgendwo sein. Odi! Odi! Hinter Schleimis Haus? Odi, wo bist du? Odi! Hä? Er ist wirklich hier irgendwo. Odi, wo bist du? Hinter Odi? Hinter Schleimis Haus? Odi, ich sehe dich nicht. Sag nochmal. Bist du in Odis, in Schleimis Haus drin? Das Schleimis Haus? Okay, sag, wenn ich in deiner Nähe bin. Oh, du bist da drin. Verdammt. Odi. Warte, ich mach dich frei. Auf. Oh, Braxy hat mich hier gefangen, der Blödmann. Aber ich hab dich befreit. Ich hab dich freigebaut. Was machen wir denn jetzt? Der will uns jagen und umbringen, Braxy. Nein, will er nicht. Ich habe sein Haus gebaut. Und er hat gesagt, wenn ich gewinne, lässt er dich frei und sagt mir, wo du bist. Aber du kennst mich doch. Ich habe eine Kamera eingeschleust. Schau mal, ich kann genau sehen, wo der ist oder was der gerade macht. Oh, ich sehe ihn, wie er gerade schläft, Braxy. Das heißt, wir haben ihn immer im Auge. Lass uns schnell abhauen, bevor er wirklich so nochmal wiederkommt. Du hast recht, Braxy, los! Bau dein Haus sicher, wir hören uns später. Tschüss! Später, tschüss! Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Denn wenn wir ganz viele Abonnenten haben, dann zeige ich mich bald. Und check meinen besten Freund Odi ab. Der macht auch richtig coole Minecraft- und Roblox-Videos. Also, den Odi findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt würde ich sagen, 3, 2, 1, Brax, 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 Braxy! Abonniert alle Braxy. Braxy abonniert, Braxy bitte, Braxy abonniert.